Also, ich stelle Ihnen heute ein Projekt vor, was wir in der Schweiz durchgeführt haben. Wie Sie das vielleicht an dem Hintergrund hier erkennen können, das ist die Schweiz. Und das Projekt, was wir haben, heißt Pyramid Örep. Dazu komme ich dann gleich noch, warum das Pyramid Örep heißt. Ich möchte kurz ein paar Sachen zu meiner Person sagen. Vermessungsingenieur, FH, habe an der HTW Dresden studiert, Geodäsie. Und mit der Spezialisierung Fernerkundung und Geoinformationssysteme. Arbeite inzwischen im Kanton Basel-Landschaft, grün dargestellt, und bin dort Entwickler in der GIS-Fachstelle im Amt für Geoinformation. Meine Kontaktdaten, falls Sie irgendwelche Fragen dazu haben, was ich heute so erzähle, E-Mail-Adresse und hier in der Präsentation auch verlinkt, mein Profil bei GitHub und GitLab, vielleicht für Schauen nach anderen Projekten. Wie gesagt, wenn Sie interessiert sind. Der Örep-Kataster, was ist das eigentlich? Der Örep-Kataster ist ein Informationssystem, was in der Schweiz vorsieht, zuverlässig über rechtskräftige öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen zu informieren, die ein bestimmtes Grundstück betreffen. Das ist relativ neu, weil Informationen zu Grundstücken sind grundsätzlich immer ziemlich sensibel eigentlich, aber dieser Kataster soll die Informationen für jeden zugänglich im Netz zur Verfügung stellen. Wir sehen das hier, wie sich das bei uns in der Schweiz vorgestellt wird. Also der Kataster, der wird eben über solche Geoportale von den einzelnen Kantonen ausgegeben in Form von einem dynamischen und einem statischen Auszug. Und wie das genau jetzt vonstatten geht, da gehe ich jetzt noch Schritt für Schritt ein Stück weiter drauf ein. Was ist eigentlich so ein Örep? Was beinhaltet das? Das ist recht trocken. Es sind die Rechtsvorschriften, der Plan, Hinweise auf gesetzliche Grundlagen und zusätzliche Informationen. Bei den Rechtsvorschriften handelt es sich eigentlich darum, um die rechtliche Beschreibung von der Beschränkung, die auf einem Grundstück vorliegt. Das heißt, irgendwas schränkt die Rechte auf diesem Grundstück ein. Bei dem Plan ist es eigentlich die bildliche Darstellung dazu. Bei den Hinweisen auf die gesetzlichen Grundlagen handelt es sich um Gesetze, die dazu geführt haben, dass diese Beschränkung überhaupt eingeführt wurde. Und die zusätzlichen Informationen sind so, kann man sagen, Metadaten, Erklärungsdaten zu jeder Beschränkung mitgeliefert werden müssen. Welche Themen werden da jetzt behandelt? Das sind hauptsächlich eigentlich die Nutzungsplanung in der Schweiz, die von dem Kanton und von den Kommunen bereitgestellt wird und auf den Grundstücken natürlich irgendwelche Wirkungen entfacht. Einfachstes Beispiel wäre jetzt eben, ich darf in einer bestimmten Zone nur Häuser mit 2 Stockwerken bauen. Das wäre so ein Klassiker für so eine Beschränkung. Sie sehen aber auch weiter, das betrifft eben auch Nationalstraßen, Autobahnen sind das in dem Fall, Eisenbahnanlagen etc. etc. Besonders interessant sind die belasteten Standorte, die dort auch enthalten sind. Das kann man sich so vorstellen, dass da Informationen enthalten sind, wann immer irgendwann früher auf der Parzelle mal eine Fabrik vielleicht gestanden hat, die irgendwie mit chemischen Mitteln irgendwas gemacht hat und da Reste übrig geblieben sind, kann ich das auf dieser Parzelle dann abfragen. Das sind bisher eigentlich immer recht sensible Daten gewesen. Heute sollen die über diesen Örep-Kataster verfügbar sein. Es gibt noch weitere Themen, das sind nur die wichtigsten. Die Kantone können dann selber noch weitere Themen hinzufügen. Was soll das Ganze jetzt? Fragt sich vielleicht der ein oder andere. Diese ganzen Themen, die Sie jetzt gesehen haben dort in der Liste, die sind natürlich, oder es liegt in der Natur der Sache, dass die auf verschiedene Ämter verteilt sind. Vorher war es so, dass man an verschiedene Stellen laufen musste und dort nachfragen musste, um Informationen zu bekommen. Und der Kataster soll genau dieses Problem eigentlich lösen. Das mit dem Briefkasten ist jetzt hier so symbolische Darstellung, also das soll schon online funktionieren, man kriegt da nichts zugeschickt oder sowas, sondern man kann das tatsächlich Web ausführen, diese Abfragen. Wie kam es jetzt zu dem Projekt?
Jeder Kanton in der Schweiz muss bis 01.01.2020 diesen ÖREB-Kataster anbieten. Das ist vom Bund, das ist die Eidgenossenschaft in der Schweiz. Da sind alle Kantone drin vertreten. Ist so ein bisschen so wie der Zusammenschluss der Bundesländer, sich ja Bund nennt. In Deutschland ist es eben in der Schweiz auch der Bund, also ich spreche von dem Schweizer Bund. Der hat festgelegt, bis 01.01.2020 jeder Kanton muss das ausliefern können. Er hat auch definiert, dass er das ausliefern muss in einem dynamischen Auszug im Format JSON und XML und statischen Auszug im PDF-Format. Alle drei Formate sind aufs Peinlichste genau vordefiniert und lassen keine Spielräume für die Umsetzung zu. Ich habe das mal so exemplarisch im Hintergrund dargestellt. Also da geht es dann gerade beim PDF-Auszug drum, die Millimeterabstände zwischen den Linien und die Schriftgrößen mit Punkt 5 und so weiter wirklich sehr ausgefeilt bis ins letzte Detail. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass jeder Kanton das zur Verfügung stellen muss, dann liegt eigentlich eine Zusammenarbeit absolut auf der Hand. Das einzige Problem ist eben, dass jeder Kanton seine Geodaten selber verwaltet und demzufolge dort auch keine Standards irgendwie umsetzt, sondern intern, so wie das wahrscheinlich in Deutschland in den Bundesämtern auch ist, gibt es da keine Standards, denen da richtig gefolgt wird. Das macht jeder selber. Manche tun das in irgendwelche Shapefiles, manche tun das in PostGIS, Oracle, was man sich da, gibt es die fantasievollsten Ideen, wie man das machen kann. Wir haben dann als Kanton Basel-Land verschiedene Open-Source-Projekte schon umgesetzt und haben uns eigentlich so in der Lage gesehen, dieses Problem für uns, unseren Kanton selber zu lösen und haben das verschiedenen anderen Kantonen vorgestellt und wurden dann immer mehr rumgereicht und durften das immer mehr vorstellen und irgendwann kam dann die Idee auf, dass wir unsere Umsetzung so generisch aufbauen, dass auch andere Kantone den einsetzen können, den Ansatz. Und wie das jetzt ist, sehr populär, wissenschaftlich will ich vielleicht mal sagen, festgehalten, sehen Sie hier. Also wir haben diese Kernkomponente entwickelt, den ÖREB-Server, Pyramid ÖREB, basiert auf Pyramid, dem Web-Framework. Vielleicht sagt das den einen oder anderen was. Deswegen heißt das ganze Projekt auch Pyramid ÖREB und der stellt jetzt eigentlich fix diese Dienste zur Verfügung, die jeder Kanton anbieten muss, hat verschiedene Adapter, wo man eben die Daten anschnallen kann und besonders wichtig, er hat die Möglichkeit, sich hier auf die jeweilige kantonale Geodateninfrastruktur zu stöpseln und das Ganze funktioniert eigentlich im größten Teil konfigurativ. Das heißt, die Möglichkeit, auf verschiedenste Datenquellen zuzugreifen, ist da. Wenn es ganz abgefahrene Lösungen im jeweiligen Kanton gibt, dann muss man das teilweise noch mit Erweiterungen versehen. Also das heißt, Python in die Hand nehmen und noch weitere Module dazu programmieren. Aber das ist möglich. Der ist so gebaut, dass das funktioniert. Wie hat das jetzt mit der Entwicklung an sich funktioniert? Also Kanton Basel-Land und Kanton Neuenburg, hier auch wieder grün im Hintergrund, und die Firma Camp2Camp haben das gemeinsam entwickelt. Wir haben das in 10 einwöchigen Sprints durchgezogen, vom 13.03. bis 21.07. und haben durch die grau dargestellten Kantone, Graubünden, Basel-Stadt, Jura, Schwyz, Schaffhausen, Zug, noch die Kosten gegenüber der Firma, die uns da unterstützt hat, aufteilen können. Und worauf ich jetzt persönlich als so ein Leiter des Projektes relativ stolz bin, also wir haben es also tatsächlich geschafft, das innerhalb von diesen 10 Sprints durchzusetzen und waren wirklich zum Stichtag fertig. Klar ist, dass das so ein Release war und dass das noch Fehler enthielt, das heißt, das Bugfixing geht bis heute eigentlich noch weiter. Allerdings haben wir das Projekt dann an die Firma Camp2Camp übergeben im Sinne einer Projektbetreuung im Open-Source-Sinne, weil wir uns als Kanton eigentlich nicht imstande sehen, irgendwie für irgendwelche anderen Kantone
den Dienstleister zu machen und zu sagen, wir entwickeln das jetzt weiter für euch, wir betreiben das Repository, ihr könnt euch immer an uns wenden, wenn ihr Tickets habt, Fehler findet. Dafür haben wir uns eigentlich an die Firma Camp2Camp gewendet. Die hat das Projekt übernommen und führt das jetzt weiter. Nach wie vor sind aber alle Mitglieder dort in der Lage, selber an dem Projekt weiterzuarbeiten und beizutragen, so auch wir. Was ja sonst immer so nicht so gezeigt wird, habe ich aber jetzt mal versucht, kurz darzustellen. Das sind so die Stunden und Kosten, die eigentlich damit einhergehen mit so einem Projekt. Und das war eben so, dass wir bei uns in der GIS-Fachstelle in Basel-Land zwei Entwickler zu je 100% darauf angesetzt haben, auf das Projekt. Neuenburg hat einen Entwickler gestellt zu 40% und Camp2Camp hat zwei Entwickler gestellt zu je 40%. Das macht summa summarum 320%, was bei einer 42-Stunden-Woche in der Schweiz 1324 Stunden macht für das Gesamtprojekt. Das wäre das, wie wir es eigentlich hätten haben wollen. Jetzt haben sich alle noch ein bisschen über das Maß angestrengt und es sind 1500 Stunden draus geworden. In einigen Überstunden konnte das Projekt eben, wie gesagt, zum Tag abgeschlossen werden. Bei einem Stundenansatz, wie er in der Schweiz in der Softwareentwicklung oft anzutreffen ist, kommen wir dann eben auf eine Stundenleistung, die jetzt durch die beiden Kantone erbracht wurde, von knapp 190.000 Franken. Und an Camp2Camp Kosten, die bei der Firma Camp2Camp aufgelaufen sind, 40.000 Franken, was uns eben eine Summe beschert hat von knapp 240.000 Franken. Und was ich an der Stelle noch erwähnen möchte, der Bund hat den Sinn des Projekts erkannt und hat sich mit 130.000 Franken an der ganzen Sache beteiligt, hat uns sozusagen auch im Nachhinein noch die Lorbeeren gegeben, dass das Projekt durchaus als auch an höherer Stelle als sinnvoll angesehen wird, dass auch Sie das gut finden, dass nicht jeder Kanton sein eigenes Süppchen kocht. Wie ist der Stand momentan? Die grünen Kantone sind eigentlich die, die jetzt in einer User Group organisiert sind. Das sind alle die, die zur Finanzierung eigentlich beigetragen haben, die ich vorhin schon genannt habe, und eben Basel-Land und Neuenburg. Wir haben auch ein Steering Committee gegründet, um das Projekt weiter zu betreiben und zu pflegen und halten dazu auch regelmäßige Treffen ab, bei denen die Finanzierung auch geregelt wird für die Weiterentwicklung. Das Ganze steht nicht still, sondern es gibt immer weitere Aufwände. Und ich nenne das so dynamische Finanzierung. Das heißt, bei den Treffen wird dann so mehr oder weniger gekaubelt, solange bis die Beträge, die aufgelaufen sind und nötig sind, an alle aufgeteilt sind. Das ist manchmal mühsam, aber es hat funktioniert. Und ich denke, auch in Zukunft wird das funktionieren. Und was besonders interessant ist, ist, dass sich jetzt die wieder hier grau dargestellten oder dunkelgrau dargestellten Kantone, der Kanton Glarus und sogar das Fürstentum Liechtenstein für die Lösung noch interessieren und auch andenken, auf diesen Zug aufzuspringen. Heißt, mein Traum wäre natürlich, wenn irgendwann die ganze Schweiz grün ist, aber das wird sich wahrscheinlich nicht erreichen lassen. Auch der Stand, hatte ich vorhin schon gesagt, ist eben das Bugfixing. Da gibt es immer was zu tun. Interessant und eigentlich zufriedenstellend ist, dass beim Kanton Schwyz bereits das jetzt im produktiven Einsatz ist und bei uns bald. Ich kann leider noch kein genaues Datum sagen, aber wir sind kurz davor, das jetzt auch produktiv zu halten. Nach Ostern planen wir noch ein Stable Release, wo dann die anderen Kantone eigentlich gültig aufspringen können. Und für uns ist jetzt eigentlich der Stand erreicht, dass man das wirklich produktiv auch einsetzen kann. Damit würde ich noch kurz an Vertreter von Camp2Camp übergeben, Frank Salz, der noch so zwei, drei Sachen dazu sagt zum Projekt.
Ja, guten Tag. Wolfgang Kals ist mein Name von der Firma ChemtoChem. Der Name ist jetzt schon ein paar Mal gefallen von Clemens Rudert. Und die Softwarefirma, die in dem Projekt beteiligt ist. Ich darf noch ganz kurz die Firma vorstellen, nicht lange, ein bisschen Werbung. Okay, also die Firma, einfach nur zwei Folien zur Firma, dann ein Fazit von unserer Seite. Die Firma ChemtoChem ist vertreten in der Schweiz an zwei Standorten, in Deutschland via Linuxland München und in Frankreich. Wir haben drei Abteilungen, also Geospatial Abteilung, um die es hier offensichtlich geht. Wir arbeiten auch in der sogenannten Business Abteilung, in der Applikation Odoo, früher OpenERP, vielleicht ist das ein Begriff. Und auch eine Infrastrukturlösung, so Betrieb und Consulting für Infrastrukturlösung. Gut. Sind auch noch weitere Vertreter von der Firma da, bis Freitag, also ja, könnt gerne auf uns zukommen bei Interesse. Zu Pyramid Örep nun, also die Software wird jetzt im GitHub verwaltet, also das wäre der Link. Sie können im github.com in unserem Repository ChemtoChem Pyramid Örep nachschlagen bei Interesse. Es läuft eine Continuous Integration via Travis. Es gibt Daily Builds. Heißt jetzt eigentlich, vielleicht ist interessant, dass im Verlauf von Projekt viel auch mit Daily Builds gearbeitet wurde. Also Bugfixes wurden dann sofort am nächsten Tag ausprobiert, zum Teil auch schon produktiv. Also das war noch ganz spannend, also konnten wir sehr schnell reagieren. Die Software ist unter BSD2-Lizenz. Ein Zwischenfazit von unserer Seite, Zwischenfazit, weil es jetzt aktiv von drei Kantonen benutzt wird und wir hoffen, dass noch mehr dazukommen. Vielleicht werden wir noch weitere Erfahrungen sammeln im nächsten Jahr, aber bisher glaube ich, können wir mit gutem Gewissen sagen, dass die Open-Source-Zusammenarbeit, die funktioniert wirklich gut. Also alle dreieinhalb Partner, die sehr aktiv bisher mit der Software arbeiten, bringen auch Verbesserungsvorschläge ein, plus wir selber. Also das ist sehr schön zu sehen, dass wirklich jeder da was einbringt. Und ich glaube, das funktioniert nur im Open-Source. So. Und ich behaupte, es ist nicht wissenschaftlich belegt, aber ich behaupte, dass wir dadurch schnellere Zyklen und eine höhere Qualität haben. Also das, was man häufig hört, Open Source, das dadurch möglich sein soll, behaupte ich, dass das in diesem Projekt gelungen ist. Was ich auch spannend fand zu beobachten, jetzt nicht als Fachvertreter, sondern als Softwarepartner, sehe ich, dass dieser Ansatz auch den inhaltlichen Austausch von den Anwendern, also von den Fachabteilungen, von den verschiedenen Kantonen fördert, weil das Ganze halt ein bisschen offener ist. Und schlussendlich, spezieller Punkt, also Projektmanagement ist sicher eine Herausforderung, es ist anders als bei anderen Projekten und das wäre vielleicht ein Thema, wenn Sie Interesse haben, in der Kaffeepause oder am Abend mal sich auszutauschen, wäre ich sehr interessiert. Also ich bin auch bis Freitag da, falls... Vielleicht die Fragen, ja, wenn es welche gibt. So, ja. Meine Frage ist mit den verbleibenden Kantonen. Das klang jetzt so ein bisschen, dass es unwahrscheinlich ist, dass, also jetzt die hellgrauen, glaube ich, dass die noch mitmachen werden. Was sind denn da so Hauptbedenken? Zum einen haben manche Kantone ihre eigene Infrastrukturabteilung, die tatsächlich schon eine eigene Lösung gefunden haben und da nicht groß irgendwelche Abhängigkeiten eingehen wollen. Zum anderen sind auch andere Lösungen vorhanden. Stichwort Esri und so weiter. Da gibt es durchaus Lösungen, die da zu kaufen sind.
Unser Ziel war einfach, das auf unserer bisher bekannten, auf unserem Werkzeugkasten eigentlich aufzubauen, eben dem Pyramid Framework Open Source. Ja. Ja, ich weiß nicht, also wenn wir noch eine Minute haben, dann würde ich einfach die kurz noch nutzen, um mal zu zeigen, wie sozusagen das jetzt aussieht im in unserem Fall, also dieser Viewer hier, der benutzt eigentlich lediglich dieses erwähnte JSON-Format, um die Auszüge, die man jetzt hier in diesem WebGIS, könnte man sagen, ÖREP bezogen, zu erzeugen. Und das ist jetzt eben diese dynamische Erzeugung. Das heißt, ich suche mir irgendwie meine Parzelle. Ich kann das eben auch als Volltextsuche oben machen. Klick da rein. Und der Auszug wird erstellt, vorerst eigentlich dynamisch. Das heißt, ich habe jetzt hier meine Informationen zu den betroffenen Themen auf dieser Parzelle. Ich habe hier irgendwie anscheinend Lärmempfindlichkeitsprobleme auf der Parzelle und die Nutzungsplanung, die was reglementiert. Ich habe auch die Themen, die definitiv nicht betroffen sind. Das Ganze hat eben auch einen rechtswirksamen Aussagecharakter, vorhin noch vergessen zu sagen. Und Themen, die nicht verfügbar sind. Und was eben wichtig ist, ist, dass hier zusammen gebündelt ist, was zu dieser ganzen Information, die ich jetzt hier in der Karte sehe, eigentlich geführt hat. Das heißt, ich habe hier verlinkt alle Rechtsdokumente bis hin zu irgendwelchen Rechtsentscheiden, sind dort alle verlinkt und ich kann die frei öffnen. Jeder kann dort drauf und kann sich Parzellen abfragen. Das geht einerseits eben super über diese Oberfläche, die nur wir jetzt momentan einsetzen. Andere lösen das anders. Und was eben auch möglich ist, ist eben der professionelle Einsatz von diesen Maschine-zu-Maschine-Schnittstellen XML-JSON. Stichwort Versicherungen, Banken, die können da jetzt drüber gehen und, keine Ahnung, 10.000, 20.000 Abfragen machen und da einfach drauf losgehen. Okay. Vielen Dank. Noch Fragen? Ja.